Tag 4 nach Hurricane Beryl. Wir sind zurück in Treasure Beach. Wie es jetzt hier aussieht, seht ihr in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und hier ist eigentlich nicht wirklich was passiert in den letzten 2 Tagen. Wir waren in Montego Bay, Freitag, Samstag, haben da erstmal aufgeräumt und haben da auch jetzt wieder Wasser, Strom und Internet. Also wir sind ganz glücklich. Einen der ersten, glaube ich, weil ja im restlichen Teil des Landes, die haben immer noch keinen Strom. Deswegen sind wir da wirklich, glaube ich, privilegiert in Montego Bay. Weil es hat mir tatsächlich gereicht. Nee, Wasser war irgendwie das Problem, weil wir haben keinen Tank da in dem Haus in Montego Bay. Und Wasser ist für mich auf jeden Fall viel wichtiger als Strom. Wir hatten ja eben die Solarpowerbank, wir hatten den Generator. Es war jetzt nicht so schlimm, aber Wasser war dann schon irgendwie ein bisschen nervig. Genau, das haben wir jetzt aber wieder, sind ganz froh. Und hier aber in Treasure Beach gibt es nach wie vor keinen Strom, nach wie vor kein Internet, also kein Wasser. Falls ihr irgendjemanden habt hier in Treasure Beach, den ihr nicht erreicht oder dann keine Ahnung, sagt mir Bescheid. Vielleicht kenne ich den oder vielleicht kann ich ihn ausfindig machen. Weil es ist schwierig, ja, es ist wirklich schwierig. Genau, also falls ihr euch um jemanden Sorgen macht, sagt mir Bescheid. Ich gehe mal vorbei und gucke, wie es demjenigen geht. Wäre, glaube ich, kein Problem. Genau, ja, ansonsten haben wir jetzt festgestellt, dass unsere Kettensäge gar nicht funktioniert. Es war eigentlich fast klar, weil wir haben die ewig nicht verwendet. Ich glaube, die muss erstmal gereinigt werden, da der Filter oder was da alles so ist. Öl raus und was weiß ich, das muss ich morgen in Montego Bay. Das ist mein Ziel morgen, dass ich zum Kettensägenmann gehe und die Kettensäge warten lasse. Denn die brauchen wir ja dringend. Definitiv, wenn ich darüber gucke. Jo, dann brauchen wir die Kettensäge. So, wir sind zurück am Ort des Geschehens. Tag 4 nach Hurricane Beryl. Ich sitze hier auf einem der verbliebenen Lignum-Vitae-Bäume, der mir hier Schatten spendet. Einer, der es überlebt hat. Und ich wollte euch ein kleines Update geben, wie es also jetzt hier so aussieht mittlerweile, wo es nicht mehr so ganz frisch ist. Und es hat sich auch schon einiges getan. Die Tränen sind getrocknet, wie ihr seht. Denn wir lassen uns irgendwie anstecken, glaube ich, von dem Tatendrang, den wir hier rings um uns verspüren. Ja, die Menschen sitzen nicht rum und trauern, sondern die packen an. Es hat sich wirklich viel getan. Wir wollten eigentlich schon viel eher hier sein, aber wir haben noch hier und da eben angehalten. Leute besucht, Leute gefragt, wie es für sie war. Das habe ich jetzt nicht wirklich gefilmt, weil ich es irgendwie, weiß nicht, ich bin jetzt kein Katastrophenreporter oder so. Ne? Es sind halt Menschen, die wir kennen. Am Donnerstag wollten wir nach Parity fahren, das ist das Dorf, wer sich auskennt, zur Pelican Bar hinter, von Black River kommend. Und das war aber überhaupt nicht möglich. Also da lagen so viele Strommasten auf der Straße, dass wir da gar nicht lang fahren konnten, denn wir haben da Freunde. Die haben da ein kleines Gästehaus, Shirley und Bill vom S&B Sunset Gardens. Ja. Wer da gerne mal hin möchte, ich hab den Kontakt von euch. Weil Treasure Beach zurzeit, ich wüsste nicht, wo man hier jetzt ein Zimmer bewohnen kann. Definitiv nicht am Meer. Die sind alle komplett zu kaputt. Also wir waren vorhin nochmal am Jake's und am Jack's Bread Restaurant. Da geht gar nichts. Katama geht nichts, Sunset Resort geht nichts. Von dem her, wer also jetzt nach Jamaika kommt, an die Südküste und Urlaub machen möchte, S&B Sunset Gardens in Parity sind bereit für euch. Genau, das sind unsere Freunde und die haben auch überhaupt nichts abbekommen. Also die waren auch mitten quasi im Auge. Ja, das Auge hat sie sozusagen gekratzt, aber sie haben erzählt, dass sie einfach perfekt vorbereitet waren. Die haben das Haus wirklich zugenagelt,
von allen Seiten. Die haben das Dach mit Steinen beschwert. Also die waren perfekt vorbereitet. Die hatten keinen Schaden. Die hatten jetzt, haben jetzt ein paar Bäume weniger, wie wir auch. Die haben ein paar Bäume eingebüßt auf ihrem Grundstück, eine Lampe oder so, aber im Vergleich zu Parroti, also nachdem ich Parroti gesehen habe, habe ich gedacht, Treasure Beach sieht gut aus. Ohne Scheiß, von Parroti war ich wieder mal richtig geschockt. Ich habe es wieder gefilmt. Ich zeige euch das. Aber Parroti ist wirklich ganz schlecht dran. Weil das ist wirklich so auf Meeresspiegel, auf, ja, auf wirklich Meereslevel. Die Leute sind mit ihrem Haus einfach im Wasser. Die Dächer sehen genauso aus wie in Treasure Beach. Da hat keiner mehr ein Dach. Ja, und das sieht wirklich ganz böse aus. Was ich aber eben auch unbedingt sehen wollte, weil ich im Internet gesehen habe, dass angeblich die Pelican Bar nicht mehr existiert. Leute, die Pelican Bar steht wie eine Eins. Ich habe mit einem Junge von der Pelican Bar gesprochen, mit einem von den Arbeitern dort. Der hat gesagt, wir machen am Dienstag wieder auf. Es ist ein einziger Mast, ein einziger Pfosten, der, keine Ahnung, ja, verschwunden ist. Aber ansonsten, die Pelican Bar sieht gut aus. Blackover haben wir angehalten, Blackover Safari, die machen auch am Dienstag wieder auf. Also es geht voran mit den Attraktionen auch, die man ja wieder besichtigen kann. Also wer vorhat, den Urlaub abzusagen, deswegen macht es nicht. Ja, das Land erholt sich ganz, ganz, ganz schnell. Es wird sehr viel getan. Unsere Fahrt hier runter von Montego Bay, da hat man St. James, Westmoreland hat man gar nichts irgendwie gesehen, bis Ferris Cross, also quasi bis zur Südwestküste runter. Sind die Straßen komplett frei. Ab dann eben Bluefields, Belmont, White House, da sieht man dann eben, dass noch was gemacht werden muss, aber auf jeden Fall viel, viel besser als am Donnerstag, wo es erst ein paar Stunden her war. Was natürlich dann wieder schlimm war, war halt einfach wieder die Fahrt hierher. Von Newell aus nach Treasure Beach wurde im Prinzip nicht wirklich was getan. Die Straßen sind immer noch komplett zu.
Die kommen nicht hinterher. Treasure Beach sieht auch noch komplett eben aus wie vor 3 Tagen. Ja, da braucht man noch etwas, ja, Zeit einfach und Hilfe auf jeden Fall. Weil auch viele von euch, also erstmal überhaupt, ja, vielen, vielen Dank für die ganze Anteilnahme. Es ist Wahnsinn, es ist mega überwältigend, ja, wie viel Anteilnahme ihr zeigt, so wie ihr mit dabei seid und ja, meine Tränen geteilt habt. Das wollte ich gar nicht so, ne? Das war gar nicht meine Absicht, euch da irgendwie, ja, mit traurig zu machen. Irgendwie, aber ja, jedenfalls haben auch viele gefragt, ja, was können wir tun, wie können wir spenden und so. Mit den Spenden, das ist halt so eine Sache. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt zu irgendeiner Seite oder Link raten, weil ich für mich selber, ich kann euch nicht garantieren, das Geld kommt da und da an. Ja, es ist schwierig. Gerade bei Organisationen, die etwas größer sind, ist ja dann auch die Frage, wie lange brauchen die? Ja, wie wird das Geld aufgeteilt? Wer kriegt was? Woher wissen die, wer was braucht? Und haben die vielleicht sogar Verwaltungsaufwand, wo sie noch Geld vielleicht damit abknapsen, irgendwie, um ihren ganzen, ja, ne, ihre ganzen Bürokratie da irgendwie noch abzudecken, die Kosten, die sie da haben. Von dem her ist es schwierig. Es gibt hier auf Jamaika und auch eben für Treasure Beach gibt es eine Organisation, die heißen American Friends of Jamaica, AFJ. Die gibt es schon länger. Die haben schon sehr, sehr viel getan. Das kann ich auch wirklich bezeugen. Das wären eigentlich die einzigen, die mir einfallen würden. Ansonsten, wenn man halt selber irgendwie jemand kennt, der bedürftig ist. Wir haben vorhin zum Beispiel, nachdem wir unsere Freunde besucht haben, haben wir noch einen anderen Bekannten zufälligerweise getroffen, von dem ich schon gehört habe, dass er komplett sein Dach eben verloren hat. Falls ihr schon mal in Treasure Beach wart und euch auskennt, die Leute vielleicht so ein bisschen kennengelernt habt oder auch nicht zum ersten Mal irgendwie hier gewesen seid, Taxifahrer Pete fährt Route Taxi unter anderem, fährt die Strecke Treasure Beach Black River und fährt aber eben auch Touren für Treasure Tours. Seine Frau Angie hat einen Cookshop hier, das Dynasty Light, und die haben komplett also komplett alles verloren. Ich habe das Haus gesehen und ich habe gedacht, ich fand wieder mal keine Worte. Ich bin dann rausgesprungen, ich habe erstmal Pete umarmt und habe gesagt, Pete, ich bin so froh, dass ich dich ja gerade im Arm habe, einfach, dass es ihm gut geht. So, dann habe ich zu seinem Haus geguckt und habe gesagt, Pete, eine Frage. Ich sag, ich kann mir das Gefühl nicht vorstellen, wie es ist, wenn du in dieser Nacht, weil es ist ja abends passiert, es war ja schon dunkel, es war ja so, hier unten war es ja so 18, 19 Uhr, weil das auch so schlimm war. Ich sag, wie ist das, wenn man in seinem Haus sitzt und guckt hoch und man sieht sein Dach wegfliegen. Was fühlt man denn da? So, und als er mir das erzählt hat, da habe ich so Gänsehaut wieder bekommen und Tränen in den Augen, weil er dann einfach sagte, ja, es war ein Teil von irgendwie von einem Nebenhaus noch, das hatte gerade noch so ein Stück Wellblechdach drauf und sie sind einfach nur, sie haben sich eine Matratze genommen und sind einfach zu diesem anderen Haus rüber, hatten da eben dieses Sperrholz, dieses Bleiboard eben und haben sich dort eingenagelt. Ja, sie haben sich eingenagelt auf dem Stück, wo sie noch ein Stück Dach hatten, mit ihrer einen Matratze. So, der Rest komplett, alles was im Haus ist alles nass, ist alles schlammig. Er sagt, ja, wenn du ins Bad gehst, überall ist alles nur nass. Ja, und das Ding ist, dass wir gestern Abend wieder heftigen Regen hatten. Wir hatten wirklich auch in Montego Bay hier die ganze Nacht lang wieder heftigen Regen. Was natürlich für die Leute, ja, die haben gerade vor 4 Tagen ist denen gerade alles weggeschwommen, weggeblasen, weggeschwommen, alles nass geworden. Die waren dabei, ihre Sachen zu trocknen, ihre Matratzen zu trocknen, ihre Klamotten zu trocknen. Und jetzt kommt wieder dieser Regen. Und die haben ja nichts, sie haben ja kein Dach. Ja, wo sie irgendwas was drunter stellen können. Ja, es wird also wieder alles nass. Ja, wir wünschen uns hier oft Regen, ja, weil Treasure Beach
kriegt im Prinzip nie Regen, ja, und wenn er dann mal kommt, dann zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt. So, jedenfalls habe ich eben mit Pete gesprochen, mir das angehört, wie schlimm das eben ist und war. Und ich habe gesagt, Pete, Hilfe ist unterwegs, weil Treasure Beach ist einfach eine Gemeinde, ein Dorf, wo einmal Touristen aus Amerika kommen, die schon fast mit hierher gehören. Also die kommen ein, zwei Mal im Jahr seit 20 Jahren. Jedes Jahr kommen die gleichen Menschen, du siehst die gleichen Gesichter hier im Dorf und die kümmern sich, die organisieren sich. Dann ist es ja so, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass die Diaspora riesengroß ist. Die jamaikanische Diaspora im Ausland ist genauso groß wie die Bevölkerung hier im Land. 3 Millionen Menschen im Ausland. Das heißt, im Prinzip hat jeder jemanden im Ausland von der Familie, der also in Amerika ist, Kanada, England. So, die schicken Geld, ja, die versorgen die Familie. Klar gibt es auch Ausnahmen, der vielleicht mal, ja, irgendwie niemand, den müsste man halt finden. So, na, den einen, der da niemanden hat und den zu unterstützen. So, also Geld schicken ist schwierig, weil eben zum Beispiel PayPal nicht mit jamaikanischen Konten arbeitet. Das ist auch für uns ein großes Problem. Also ich möchte nicht unbedingt jemanden zu irgendwelchen Spendenseiten oder Links raten. Ja, am Ende heißt es dann, die hat gesagt, das ist seriös. Man kann sich nie sicher sein. Ja, so ein PayPal-Link ist ganz schnell erstellt. Ich helfe Treasure Beach, ja, dann kommt das Geld dahin. Und wo geht das Geld hin? In die eigenen Taschen. Man kann sich nie sicher sein, wo das Geld wirklich ankommt. Was ich aber stolz berichten kann, ist eine große Errungenschaft fürs Land, weil ja jeder weiß, dass ja, Jamaika irgendwie das Scamming-Paradies ist. Jamaika ist vor genau einer Woche von der grauen Liste genommen worden vom Financial Action Task Force. Da war es seit 2020 wegen ja, Geldwäscherei, krummen Geschäften, finanziellem Terrorismus, so wie man das genannt hat. Ja, was Geldgeschäfte hier extremst schwierig gemacht hat. Ja, du musst wirklich für alles irgendwie einen Nachweis haben. Es geht nur irgendwie kleine Beträge, minimale Beträge zu überweisen pro Woche. Dann musst du immer ja, sagen, wo kommt das Geld her, für was ist das Geld. Extremst hohe Gebühren für Überweisungen, für Geldempfang. Macht es für unser Geschäft auch extrem schwer. Zumal eben auch deutsche Banken dann die Kunden warnen. Ja, wollen sie wirklich nach Jamaika das Geld überweisen? So halt, ne? Das ist doch so gefährlich und es ist doch schon, ne? Geldwäsche und was auch immer. Ja, hatten wir jetzt nämlich Gäste, die eben Geld für eine Rundreise überweisen wollten und die Bank da wirklich gewarnt hat. Da habe ich jetzt gesagt, hier, zeig denen bitte den Link, es ist ganz frisch. Aber Jamaika ist von der Liste genommen worden. Was nicht heißt, ja, dass jetzt Jamaika auf einmal von heute auf morgen komplett ja, keine Geldwäsche oder kein Scamming mehr betreibt. Das ist Schwachsinn. Ich weiß auch nicht, warum die von der Liste genommen wurden, ehrlich gesagt, weil Scamming boomt hier nach wie vor. Deswegen seid vorsichtig, ja, checkt wirklich das aus, wo, wenn ihr spendet, euer Geld hinschickt. Es ist, wie gesagt, besser, wenn man jemanden kennt, der wirklich in Not auch ist, an denen das Geld wirklich direkt zu schicken. Ja, zum Beispiel auch Xoom hat eine Freundin mir erzählt, die nutzt, hat Xoom genutzt. Das soll wohl auch mit den Gebühren ganz okay sein. Genau, also ja, wenn ich was raten oder würde, dann wäre es eben diese American Friends of Jamaica. Genau, wir können ja die German Friends of Jamaica gründen. Ich mache den Vorsitzenden. Nee, Spaß beiseite. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz nett. Ich kann den Link drunter setzen unter das Video von denen. Da habe ich, glaube ich, noch das reinste Gewissen damit. Ja, genau. Aber wie wird es verteilt, ne? Wie wird es verteilt? Ja, das erstmal dazu. Was wollte ich noch? Wollte ich noch was? Ach ja, genau. Und zwar haben wir ja jetzt uns überlegt, oder eigentlich haben wir ihn und ich getrennt voneinander irgendwie so den gleichen Plan und die gleiche Idee gehabt, dass wir einfach das, was kaputt gegangen ist, upcyclen. Ja, wir recyceln und upcyclen einfach das, was zu Bruch gegangen ist. Und meine Idee war im Prinzip die gleiche, die er auch hatte, dass wir zum Beispiel die Mauer, die eingebrochen ist. Ja, ich wollte mir eh irgendwie so Hochbeete bauen oder Stufen für unser felsiges und hügeliges Grundstück, dass wir das dafür einsetzen, einfach ein paar kleine Mäuerchen bauen und so halt, ne?
Die umgekippten Lignum-Vitae-Bäume. Lignum-Vitae ist ein ganz, ganz, ganz beliebtes Holz für Holzkunst. Ja, also man kann da sehr viel draus machen. Schmuck, ja, Kunstgegenstände, Möbel, was ich nie machen würde, wenn sie noch stehen würden. Also für mich wäre es ein No-Go, einen Lignum-Vitae-Baum zu fällen. Würde ich niemals tun. Ja, jeden anderen Baum, aber einen Lignum-Vitae-Baum würde ich nie anrühren. Da er aber jetzt vor meinen Füßen liegt, muss man einfach das nutzen. Ja, dass man jetzt dieses Holz trotzdem einfach hat. Man könnte den auch verkaufen. Ja, es gibt Leute, die würden den Lignum-Vitae-Baum, den umgekippten toten Baum, kaufen. Einfach um damit Geld zu machen, ja, Holzkunst draus zu machen. Genau, und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das doch einfach selber. Habe ich noch ein Andenken an Hurricane Beryl? Genau, und mache einfach das Beste draus. So kommt der Baum nicht irgendwie, weißt du, ins Feuer oder so. Ja, dann mache ich mir jetzt gerade Gedanken, was man daraus Schönes basteln kann. Ich habe auch schon einige Ideen. Genau. Und jetzt legen wir, glaube ich, einfach erstmal los, weil der Tag ist schon wieder fast rum, weil wir irgendwie hier und da so viel angehalten haben. Aber es gibt so viel zu tun. Was auch sehr schade ist, mein Kirschbaum war voller Kirschen. Dieser hier, und jetzt liegen sie hier alle unten. Naja, da freuen sich vielleicht die Vögel hier, die schönen Kirschen. Das ist die Jamaican Garden Cherry, die also so ähnlich ist wie Acerola mit den drei Kernen. Da. Eins, zwei, drei. Sehr, sehr lecker. Und er hat mir nicht mal eine, ja, nicht mal eine dran gelassen. Dankeschön, Beryl. Aber hier oben ist der Baum, von dem ich sprach im letzten Video. Den wollte ich wirklich mit der Kettensäge ummachen eines Tages, weil er genau vor der Veranda stand und mir die Sicht versaut hat aufs Meer. So, ich wollte ihn aber nicht ganz absägen, sondern wirklich nur einen Teil, und aus dem anderen Teil wollte ich was Schönes machen. Aber gut, jetzt liegt er hier flach, aber so ist es auf jeden Fall leichter. Ja, die einzelnen Äste und so zu entfernen. Also, das ist das einzige Gute. Man muss ja auch eigentlich mal mehrere Dinge positiv sehen, weil so ein Hurricane, der kündigt sich an. Ja, wir haben schon vor einer Woche mindestens oder so halt, ne, haben wir gewusst, da kommt was auf uns zu. Wenn es ein Erdbeben gewesen wäre, was ja auch vorkommt, ne, das kommt ohne Ankündigung. Ja, und deswegen, Hurricane, kannst du dich vorbereiten. So, einige haben das besser drauf als andere. Siehe zum Beispiel unsere Freunde, die haben halt wirklich, die haben den studiert, ja. Die haben diesen Sturm studiert. Die wussten genau, okay, der Rand des Auges, ja, wir sind jetzt, keine Ahnung, im Auge. Und wenn du im Auge bist, ist es windstill, ja. Nicht so wie jetzt. Da denkst du, ist es jetzt vorbei, ja, und denkst, war's das? So, und dann dreht der Sturm genau in die andere Richtung und dann kommt's von der anderen Seite. So, genau. Und auch zum Beispiel Floyd, ne? Pelican war Floyd. Den Floyd, den hat's erwischt vor genau 20 Jahren. Ja, die Pelican war genau 3 Jahre alt, kam Hurricane Ivan. Die Pelican war komplett weg, komplett, ja. Und daraus hat der Mann gelernt. Na, der hat dann die Stürme studiert über die Jahre. Wir hatten jetzt im Februar auch einen Sturm, ja, einen Wind, einen Sturm. Aber da war die Pelican Bar abgedeckt. Da kommt der Kolibri wieder. Das ist auch ein treues Vögelchen, da trinkt er. So. Und dann haben die aber ganz schnell wieder aufgebaut da im Februar. Das war bloß ein paar Tage oder so. Da war auch so ein krasser Sturm, wo da auch in Nickel der ganze Strand voller Seegras war, und das war auch schlimm. So, aber er hat, glaube ich, auch daraus gelernt, ja, 2004 Hurricane Ivan, das passiert mir nicht nochmal. So, nebenan die Dolphin Bar, die ist komplett weg. Ja, der Nachbau, die Kopie von der Pelican Bar, die ist komplett weg, da ist nichts mehr da. Die Pelican Bar, also was der gemacht hat, weiß ich nicht, Floyd, aber der hat da echt was Krasses ins Meer gezimmert.
Ja, und so lernt man halt daraus, ja, worauf muss ich beim nächsten Mal achten, dass mir das nicht nochmal so passiert. Genau. Und das werden wir auch tun. Ich meine, okay, die Bäume können wir nicht retten, aber ja, Haus und so, da kann man schon einiges tun, wenn man das vorher weiß. Ich glaube, das können auch die Leute, die können das, glaube ich, am besten nachfühlen und nachvollziehen in Deutschland, die schon mal Flutopfer waren. Weil bei so einer Flut, das weißt du ja auch nicht wirklich lange vorher. Du kannst dich da auch nicht wirklich vorbereiten. In einigen Fällen schon, ein paar Sandsäcke oder so halt, ne? Aber ich glaube, die wissen, wie sich das irgendwie anfühlt. So eine Naturkatastrophe, wo man nichts machen kann. Ja, wir haben es jetzt mit dem Wind und eben ja, Regen, Wind vor allem eben erlebt. Und Menschen in Deutschland haben das eben mit der Flut schon durchgemacht. Und ich glaube, die wissen, wie sich sowas anfühlt irgendwie. Ja, wenn dann der ganze Schlamm im Haus ist und so viel kaputt geht und zerstört wird und ja, ist schon nichts Schönes. Aber gut, wir gucken nach vorn und nicht zurück. Der Ian hämmert schon wieder da oben. Der will jetzt sich schon um die Mauer kümmern mit Generator und Schlagbohrhammer. Die umgefallene. Ich guck mal hoch. No, my mom and my dad said I should give you a big, 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 huge hug. And they give 1000 thanks because I showed them everything here, right? And they cry and they say, you have to give Mark a big, big, big hug from us because they're so grateful that we have to always help us. Now they see it. Yes, we are here. Yeah, man, I. Meine Eltern haben das gesehen und haben gesagt, ich soll Mark ganz, ganz, ganz fest umarmen. Das ist ein Lignum Vitae Ast. Und das ist so schwer, ich kann jetzt eigentlich echt damit Gewichtheben machen. Hantelstange. Es ist wirklich sehr, sehr schweres Holz. Es geht im Wasser unter, es schwimmt nicht. Da hat man nämlich früher hat man die Gewinde für die Schiffsschrauben aus Lignum Vitae Holz gemacht. Ja, langlebig. Naja, hat man ja gesehen, wie lang. Also es geht schon in die Arme, sage ich mal, ne? Man kann sogar Klimmzüge an dem Lignum Vitae Ast machen. Kann aber keinen Klimmzug. Konnte noch nie einen. Ja, eure Anteilnahme ging sogar so weit bis zu Piggy. Piggy geht's gut. Hat halt nur sein Dach über dem Kopf verloren. Aber der Marc hat es schon provisorisch wieder ein bisschen hergerichtet. Nee, Spaß beiseite. Ich bin jetzt hier am Ausbuschen sozusagen. Erstmal hier die ganzen kaputten Bäume und Äste raus. Jetzt mal wieder Platz haben hier, bevor wir irgendwas Neues aufbauen können. Jetzt rief gerade Marks Tochter rüber, ob wir ihr die Zeit sagen können. Die sind zeitlos. Die wissen nicht, wie spät es ist. Die haben keinen Strom, die haben kein Handy, weil es tot ist schon lange. Die wissen nicht mehr, wie spät es ist. Ist das nicht krass? Also ich fand das sehr spannend, als wir jetzt 3 Tage lang keinen Strom hatten. Und du hast nichts von der Außenwelt mitbekommen. Gar nichts, keine Nachrichten, nichts. Also ich sag mal so, es war jetzt nicht das Schlechteste. Ich mache mir jetzt erstmal den Baum klein. Und weil die Kettensäge nicht geht, nehme ich hier einfach die Kreissäge. Habe ich alles von Papa gelernt.
meinen Adern fließt das Blut von zwei starken Trümmerfrauen. Die haben auch nicht lange rumgemacht. Die haben das Land wieder aufgebaut. Jo. Das ist schon fast wieder dekorativ, oder? Wenn dieser Baum irgendwie wieder einwurzeln könnte, das wäre dann so ein cooles Gebilde. Weißt du, mit diesem Bogen, vielleicht schafft er das ja irgendwie. Wir lassen den mal liegen und vielleicht wurzelt er ja irgendwie wieder ein. Zwar nicht wirklich auf dem Felsen, aber wer weiß, wozu Lignanweite fähig ist. Das hier, der kommt vom Nachbarn oder vom Zaunpfosten. Ja, hier ist noch ein schöner Ast. Der ist doch auch eigentlich ganz cool. Ja, und das Limettenbäumchen hat es erwischt. Da war ich noch so stolz am Ausbuschen vorher. Und jetzt ist da der Tank draufgefallen. Draufgefallen, weißt du? So ein Tank. Da hat es einfach den Tank von gegenüber über den Zaun gehoben. Ja, Peggy. Peggy sieht mich. Und hat hier das Limettenbäumchen halb zerstört. Aber gut, es wird sich auch wieder erholen. Ja, und da waren so viele schöne Limetten dran. Aber gut, das kommt dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Aber dieser schwere Tank, weißt du, so einfach über den Zaun geblasen. Mann, Mann, Mann. Und Piggy musste das alles hautnah miterleben, ey. Armes Piggy. Hier. Was man daraus machen könnte, aber es ist halt einfach schwer. Man kann ja jetzt den Ast nicht einfach so wegheben, ne? Wie gesagt, ich habe vorhin schon mit der Hantelstange. Ich kann den gerade so bewegen. Und der kommt von hier oben, von dem Baum. Boah, was wir an Schatten verloren haben. Diese riesigen Bäume. Ich meine, dem hier ist so eine Gewalt einfach. Alter. Dem Limettenbäumchen, dem wird es gefallen, er kriegt ein bisschen mehr Sonne ab. Aber Schatten wären mir schon lieber gewesen. Naja. Um euch auch mal hier die Relationen zu zeigen, das ist der Zaun, ne? Und unten an dem Zaun ist alles das, was es aus unserem Grundstück angespült hat. Und das ist ungefähr so hoch wie mein Knie. Also es muss hier so eine Flutwelle gegeben haben, aus den Hügeln kommend, von da oben eben durch unser Grundstück durch, hier runter, was dann also an dem Zaun hängen geblieben ist. So eine Welle einfach. Und dann ist es leider eben wieder hier Richtung Mark. Der hat zwar hier, glaube ich, gerade nichts gehabt, der war gerade mit Ernten fertig. Mark ist ja nicht nur Ziegenbauer, heißt das? Ziegenbauer? Sondern auch Schweinebauer, ja, Piggy. Nee, aber auch Melonenfarmer halt. Ne? Der baut ja auch Melonen an, regelmäßig. Hier, das ist sein Feld. Und wenn da so eine, das kann man ja auch sehen halt, ne? Das ist wie so ein Flussbett, was da ankam. Hat das alles überschwemmt hier. Ja, also die Bauern, hier hat es schon echt auch hart getroffen. Wir sind ja hier im Brotkorb Jamaikas, dieser Parish. Heißt Bread Basket of Jamaica, weil ja eben so viel Landwirtschaft betrieben wird. Und Viehzucht. Stimmt's, Piggylein? Es hat Hunger. Geht jetzt langsam auf den Abend zu. Ja, also das ist schon auch wieder krass, ne? Nicht nur der Wind, sondern eben auch die Gewalt des Wassers hier. Wir haben übrigens nochmal analysiert, warum der Sturm das Dach nicht abgehoben hat. Es war natürlich auch Max Kreation hier, aber es war auch die Form des Daches. Diese Form nennt man ja Hip Roof. Ja, also der Konstrukteur sagt zu diesem Dach Hip Roof. Das heißt, wenn der Wind kommt, ja, von welcher Seite auch immer, so halt, ne, kommt der Wind und drückt quasi durch dieses Teil hier, drückt er das Dach runter. Ja, er stößt hier dagegen und drückt es aber hier runter.
was bewirkt, dass das Dach nicht abgehoben werden kann. Also schon die Bauform so. Und andere Dächer, die es abgehoben hat, ja, waren praktisch nur so gebaut. Ja? Also in einer Linie, dass der Wind einfach drunter gehen konnte und das Dach abheben konnte. Diese Form aber eben, dieses Hip Roof, Hurricane festes Dach, mit dieser so, ja, kann also das nicht in die Luft heben, nicht so einfach so. Und Marks Dach ist nämlich genauso gebaut. Und lustigerweise nennt man dieses Dach, ja, im Volksmund, also hier, Schildkrötenrückendach, Turtle Back Roof. Und die Form, ja, das kann man sehen, ist quasi genauso. Dieses flache Stück am Ende des Daches. Genau, Turtle Back Roof. Finde ich einen sehr lustigen Namen, aber er passt. Picky hat immer noch Hunger. Der beschwert sich gerade. Ja, warte mal. Dass man das nochmal sehen kann, ja. Dieses Turtle Back Roof. Also unten dieses flache, ja, es kommt hier also runter. Da, warte, wo ist der Finger? Es kommt hier runter und dann geht es hier flach. Ne? Also gewusst wie. Falls ihr also mal in Jamaika ein Häuschen bauen wollt, bedenkt, dass ihr diese Dachform wählt. Sind es keine Babykatzen im Hurricane, ist es ein Vogel, der sich hier in den Storeroom verirrt hat. Und er kommt nicht mehr raus und ich frage mich einfach, warum? Ja, bisschen tiefer fliegen, aus der Tür raus, aus dem Fenster raus. Weil wenn wir jetzt da nachher gehen und den hier einsperren, der überlebt es nicht. Mein Gott. Was macht ihr denn alle? Jetzt muss ich irgendwie versuchen, den hier rauszukriegen. Oh, weißt du, und es könnte so einfach sein. Einen Meter tiefer fliegen, aber er checkt es nicht. Er checkt es nicht. Also ich finde, ich komme ganz gut voran hier. Hinter mir habe ich schon einiges geschafft, so weit, so gut. Wen ich übrigens auch getroffen habe, als wir bei unseren Freunden in Parity waren, ist Floyd Green. Den habe ich letztes Mal im Video schon erwähnt, also als er entgegengefahren kam. Floyd Green, zur Erklärung, ist unser MP hier in der Region, der Member of Parliament, also Parlamentsmitglied. Der ist ja für die Region zuständig und ich finde ihn wirklich gut. Er packt an, er ist jung und progressiv und der fährt wirklich hier durch die Gegend. Jeden Tag guckt, ja, wer braucht was, wie geht's voran. Also ich glaube, da haben wir echt einen guten erwischt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Carla.